Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Wir befinden uns heute ausnahmsweise mal nicht in Ramstein-Miesenbach und auch nicht in Rheinland-Pfalz, sondern wir sind hier in Homburg bei der Ehrung der Sportmeister 2016 beim Stadtverband für Sport Homburgsaar e.V. Über 350 Sportlerinnen und Sportler wurden an diesem Abend geehrt. Was dies für eine Bedeutung für die Stadt und für den Verband hat, dies erfahren wir jetzt. Die Begrüßung des Abends übernahm die erste Vorsitzende Astrid Bonaventura. Ich darf Sie alle recht herzlich zur Sportlerehrung hier im Kulturzentrum der Kreis- und Universitätsstadt Homburg willkommen heißen. Danke dafür, dass ihr mit viel Fleiß und unzähligen Trainingsstunden so tolle Erfolge erzielt habt. Danke für eure Kameradschaft und Fairness, eure Hilfsbereitschaft und Akzeptanz. Und danke, dass ihr unsere Stadt auf so vielfältige Art und Weise bereichert und Homburg sehr positiv nach außen hin repräsentiert. Den Einsatz, den wir hier alle für euch einbringen, sollte, nein, muss von euch auch weitergegeben werden. Eure Aufgabe nach der aktiven Zeit als Sportler besteht nicht darin, nur egoistisch den eigenen Lebensweg einzuschlagen. Nein, es besteht auch darin, eurem Verein treu zu bleiben und eure Erfahrungen an die nächsten Generationen weiterzugeben, so wie ihr sie auch bekommen habt. Ich weiß, wie viel Zeit das kostet, wie viel Engagement das kostet und dass es auch nicht immer nur Spaß macht. Es ist nicht immer einfach zu sagen, heute schon wieder Training, ich könnte ja auch mal was anderes machen, gerade als Kind oder Jugendlicher. Oder als Erwachsener zu sagen, jetzt kümmere ich mich schon nochmal am Wochenende als Betreuer um die Mannschaft. Eigentlich wäre ich ja da und da eingeladen. Aber ich habe es ja zugesagt, also mache ich es dann. Und das finde ich einfach grandios und sage deswegen nochmal ganz offiziell ein herzliches Dankeschön in meinem Namen, aber auch im Namen der gesamten Stadt für Ihr Engagement. Herzlichen Dank. Und ohne dieses Engagement, ohne dieses ehrenamtliche Engagement von euch, von Ihnen allen, wären wir überhaupt nicht als Gesellschaft lebensfähig. Das will ich mal an dieser Stelle deutlich sagen. Weil das ist nicht mit Geld und nicht mit Hauptamtlichkeit zu regeln. Weil Herzblut und Engagement kann man nun mal nicht hauptamtlich regeln, sondern das geht nur in diesem Sinne wie ihr und wie sie das macht, ehrenamtlich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es passiert. Das Einzige, was wohl noch glücklicher macht, als selbst über sich hinauszuwachsen, scheint zu sein, anderen zu helfen, über sich hinauszuwachsen. Seht Ehrenamt nicht als eine Pflicht oder als eine Muss oder Sollte an, sondern seht es an als eine der ultimativen Arten und Weisen, ein glückliches Leben zu führen und das gemeinsam mit anderen Menschen zusammenzutun. Als erstes wurden Slavomir Konat, Daniel Schmitz und eine Fahrradwerkstatt aus Homburg mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet, ehe es mit dem großen und beeindruckenden Marathon von 350 Sportler-Ehrungen losging. Insgesamt wurden an diesem Abend über 23 Vereine für ihre besonderen Teamsportleistungen und Einzeldisziplinen mit Urkunden geehrt und für ihre Erfolge beglückwünscht. Viele Sportabteilungen waren vertreten, unter anderem Boxen, Fußball, Golf, Kartfahren, Handball, Judo, Schach, Schwimmen, Turnen und Triathlon. 350 Ehrungen sind eine stolze Zahl und dies nahm natürlich auch etwas Zeit in Anspruch. Damit es aber auf keinen Fall langweilig wurde, dafür sorgten die Jungs und Mädels mit den Sportpräsentationen vom TV Homburg mit den Cheerleaders, die Kämpfer vom Judo-Club aus Homburg-Erbach und die Mädels von der Tanzschule Srutek Göbel. Thank you.
Danach ging es munter weiter mit Händeschütteln und zahlreichen Gratulationen. Vielen Dank. Auch wurden einige aus dem Breitensport für ihre zahlreichen Sportabzeichen geehrt und beglückwünscht, bevor es zum Höhepunkt des Abends kam, nämlich die Ehrung der Sportlerin und des Sportler des Jahres 2016. Dies waren unter anderem die U19 Saarlandmeisterin Anja Großbar und Jonas Freiler, der unter anderem deutscher Meister im Diskus wurde. Auch der FC 08 Homburg wurde von der Jury als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet und geehrt. Ja, warum Ramstadt TV aus Ramstadt-Miesenbach in Homburg zu Gast war, hatte natürlich einen besonderen Grund, nämlich Max Reis, unser deutscher Meister und südwestdeutscher Meister im Kart-Slalom-Fahren. Mehr dazu folgt in den nächsten Wochen und Monaten. Ihr dürft also gespannt sein. Bis zum nächsten Mal mit Ramstadt TV.